wieder totlabern. Ich könnte mich heute wieder totlabern. Jetzt soll ich Bock Deo zu sehen, um ehrlich zu sein. Hatte ich und Freundin Thema Dreier, habe ich gesagt, wenn Knossi dabei ist, let's go, Fahrer. Ich habe das Thema mit meiner Freundin jetzt auch gehabt. Ich bin dran, das kann ich euch sagen. Schatz! Ich erzähle den Leuten gerade, dass wir das Thema hatten. Nochmal. Dreier. Und dass wir eine Einigung gefunden haben. Was soll ich mir jetzt sagen? Jetzt frag doch mal Samira. Jetzt ruf doch mal Samira an. Wer ist Samira? Ihr kennt das Samira. Jetzt frag's halt mal. Ist doch nur Spaß. Ey, ich mach nur... Knossi, deine Steuerberaterin kommt ja aus Herford. Nimmt sie auch noch andere Klienten? Chat, ihr kennt doch Samira alle vom Cocktailabend, ne? Deswegen habe ich jetzt gesagt, das wäre ein lustiger Spaß. Hab dann aber auch kurz Zeit später gemerkt, dass es gar nicht so lustig bei jedem hier in der Wohnung ankam. Ich bin wirklich glücklich aktuell. Heute Nacht haben wir uns gestritten. Aktuell? Kannst du mal aufhören mit aktuell? Heute Nacht war Mottentotschlag. Ja, einfach nur. Kannst du dir nicht vorstellen? Ich erzähl die Geschichte. Du übertreibst es. Ich war im Tiefschlaf und ich hatte irgendeinen Traum und er konnte nicht schlafen und hat mich dafür verantwortlich gemacht oder war gereizt, weil er nicht schlafen konnte. Und dann hat er mich irgendwie geweckt um 5 Uhr morgens oder wann es war, 5:30. Ich aus dem Tiefschlaf habe irgendwas dann gelabert mit die Tests, die Corona-Tests liegen. Was hab ich? Ich habe irgend so einen Scheiß gelabert, ich habe irgendwas geträumt und dann macht er mich blöd an. Sagt er, was laberst du? Und so und dreht sich dann weg und sagt, fass mich nicht an und ich schnauf halt, weil ich dachte mir, hä, was geht denn jetzt ab eigentlich? Ich war immer noch im Schlaf. Oh, wenn man neben mir liegt, wenn ich zu jemandem sage, der neben mir gerade schläft und ich sage zu ihm, ich kann nicht schlafen und diejenige sagt zu mir, nimm doch dir die Corona-Tests von oben runter, da komme ich mir verarscht vor. Ich habe geträumt. Wisst ihr, was er im Urlaub gemacht hat? Der hat in der Nacht rumgeschrien, ach, leckt mich doch am Arsch und so. Der hat so rumgeschrien aus dem Schlaf heraus. Habe ich was gesagt? Ich habe doch nicht rumgeschrien. Ich war im Tiefschlaf heute Nacht. Doch, du hast richtig geschrien. Dann geht die aufs Klo, kommt zurück und pfeift mich zusammen. Ja, weil ich mir dachte, was machst du in der Nacht hier für ein Theater? Und dann war ich außer, jetzt reicht's. Dann bin ich aufgestanden, im Wohnzimmer, mir eine geraucht. Ich war außer mir. Kennt ihr das nicht, Knossi, wenn ihr Beziehungen aufwacht, sind wie Achterbahn, da geht es lange Mütter am Berg auf und wenn man oben ist, geht es rasal im Berg ab. Das ist ja auch so oft passiert. Die Corona-Tests sind oben. Sag, willst du mich verarschen? Ich war direkt sauer, ich kann nicht schlafen. Man kann wirklich von einem Menschen erwarten, der gerade aus dem Tiefschlaf kommt, dass er einfach sofort eine Matheaufgabe löst. Ich hab da kein Verständnis dafür. Du hast mich einfach blöd angemacht. Da muss man Verständnis dafür haben, dass ich zu Recht sauer bin. Nein. Oder nicht, Chat? Sorry, Lia, da hat Knossi recht. Ganz, ganz komische Dinge gemacht, wenn er schläft. Ich sag euch, das neue Marotte von ihr. Wenn die daheim ist, muss ich abends Handy, WhatsApp-Call muss an sein, während ich schlafe. Wir schlafen zusammen ein. Dann morgens? Guten Morgen, höre ich auf einmal. Hä? Guck, ach Handy. Morgen, du hast schön geschnarchelt. Ja, der schnarchelt immer. Okay, aber das ist doch wirklich... Leute, das ist halt Liebe. Tu mal jetzt nicht so, du willst es auch. Die kommt ins Heim, ins Kinderheim. Schnarcht Lia auch? Ja. Nein. Doch. Nein, ich schnarche nicht. Du machst so. Soll ich mal deine Schnarche nachmachen? Bitte. Und dann irgendwann mal kommt noch so. Das ist kein Schnarchen, das ist Commander Krieger beim Auftauchen. Ausfüllen. Wir haben hier für einen guten Zweck, du füllst es auch aus. Haie, dass denen nicht mehr diese Kimmen abgeschnitten werden. Petition. Ah ja, das habe ich gesehen. Ausfüllen. Ja. Oh, das geht ja richtig viral gerade, gell? Schreib. Gib mal mein Geburtsdatum ein. Letztes Mal hat er mein Geburtstag falsch eingetragen. Gib mal mein Geburtsdatum jetzt ein. Ich bin wirklich gespannt, ob du das noch weißt. Ich guck gerade. Das ist nicht dein Ernst. Wieso? 21.11. 95? Wieso? Ach so, nein, ach, das war jetzt, nee, ich hab mich verklickt. Ich glaube, die Petition ist erst ab 18. Die Petition ist erst ab 18. Ich mache ja immer den Spaß zu ihr und sage, Temptation Island, dann lass uns hingehen, treu testen. Weil ich glaube, dass sie diejenige ist, die dann sagt, Sergej! Sergej! Mein russischer Freund, wir sind nur Freunde. Dass sie das sieht, was ich eigentlich für ein langweiliger Typ bin. Was ich für ein langweiliger Typ bin, echt. Spinnst du eigentlich? Ich wär's, es wäre so langweilig, wirklich. Du flirtest schon mit der Kellnerin, die uns bedient. Bruder, ich flirte mit der Kellnerin, weil ich... Ne, hallo! Ich sag einfach Hallo! Nein.
Ich sag Hallo zu einer Frau. Hallo, guten Abend. Was habe ich zu ihr gesagt? Ja, wie du sie anguckst. Wie gucke ich sie an? Hallo. Sie so, keine Deutsch. Ich so, no problem. Ja, ja, und was sagst du dann? Ah, schau mal, da die Attraktive. Das sagt man doch nicht zur Freundin. Ich sag doch nicht die Attraktive. Wie soll ich denn die Frauen unterscheiden? Dass du, ich kenne die Namen nicht. Ja, aber du kannst nicht sagen, das ist die Attraktive. Ich kenne doch die Namen nicht. Die Attraktive, die Dicke. Ja, wie soll ich denn sagen? Ich guck da hinten, sehe ich so zwei Zuschauer, zwei junge Männer mit ihrer Familie. Ne? Gucken immer so. Ich guck darüber, ne? Die Frau. Immer guckt. Hör auf zu geiern. Sag ich, warum denn? Dann sieht, neben vorne dran sitzt so eine rumänische Familie, wo die Mutter halt einfach den Rock so kurz hat, dass ich bin zum Mandeln gucken könnte. Ich guck aber zu den Jungs da hinten. Aha. Was? Aha. Ja, Kleid zu kurz, da wusste ich nicht zum Beispiel. Da hast du ja wohl doch hingeguckt. Ich hab doch, nachdem du das Theater machst, jetzt ist mir klar, warum du da hinguckst. Dann sitzt da irgendeine Mutter. Eine Mutter. Aber das war eine gute Mutter. Eine Milf, wollte ich jetzt sagen. Das war eine Milf, ja. Ja, und bei dir muss man Sorge haben, weil das ist ja auch auf Ältere steht. Es ist echt nicht normal. Wir hatten wirklich richtig schön, Theater. Ich bin einmal aufgestanden und habe gesagt, es reicht jetzt. Meine Eier sind so abgeschnitten. Die sind komplett abgetrennt. Wisst ihr warum? Wir kommen ins Restaurant rein. Ich stehe dann nur so da, guck auf den Boden. Die Frau, du sitzt da. Du sitzt da. Okay, und ich habe dann meistens so einen Platz gegen die Wand gucken. Ich sitze dann so. Sie sitzt Richtung Masse. Und ich sitze Richtung Wand. Richtung Wand muss ich sitzen. Das ist, die hat mir alles abgeschnitten. Help! 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 Du lügst. Wieso lügst du? Weil es so ist. Und weil wir reden zwar nicht drüber, aber warum entscheidest du immer, wo ich sitze? Ich entscheide. Du fragst mich, wo willst du sitzen? Und ich setze mich immer da, wo die Bank ist. Und auf keinen Stuhl, weil ich mag... Wir kommen dann. So, du sitzt da. Und dann sitzt sie sich hin. Und ich gucke in die Wand auf den Blumentopf. Immer. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich stimmt. Nein. Und dann ist es so, dass ich am besten wirklich nur nach unten gucke. Ich schwör's euch. Ja, aber nicht. Und dann sitze ich da und sitze so da, weil ich schon weiß, ne? Guck bloß nicht rechts und was. Man beobachtet doch Leute im Restaurant. Guck bloß nicht. Und weil, wenn ich nur einmal gucke, dann ist gleich, dann siehst du ihr schon an. Wo guckst du hin? Das stimmt. Und dann bin ich schon wieder, dann kommt eine Kellnerin, dann denke ich schon, warum kein Mann? Hallo. Warum kommt kein Mann? Ich sage nur, was möchte sie trinken? Eine Spezi. Du flirtest mit der. Die kann gar kein Deutsch. Die sagt so, die kann kein Deutsch. Du flirtest mit der. Woher kommt das? Weil die Frau denkt, das ist eine attraktive Frau. Also flirtet der mit ihr, wenn er eine Spezi bestellt. Es ist so. Ich denke überhaupt nicht dran, dass ich mit der flirte. Wirklich mit der Bulgarin. Ich flirte mit der nicht. Die Frau denkt, das ist eine hübsche Frau. Da darf man nicht. Guck da. Wie guckst du die an? Wie jeden anderen Menschen guck ich die an. Ich guck die. Die kommt doch. Wo soll ich denn hingucken? Nach unten. Aber es ist einfach so. Schatzi, du übertreibst. So extrem ist es. Übertreiben. Wer glaubt mir, Chat? Ich hab teilweise das Gefühl, dass ich am besten. Ich geh. Aber ich sag. Jetzt sag ich's dir! Ich sag dir das heute, wie es ist, wirklich, ohne Scheiß. Dass ich im Restaurant, wie oft ich, wenn ich mit dir essen bin, wenn das 2 Stunden geht, wie oft ich mich selber erinnere, guck besser da nicht hin. Guck einfach nicht hin. Wie oft ich mir wirklich das normale Leben abspare, damit ich dies vermeide. Richtung Blumentopf, dann sehe ich hier immer solche, entweder sehe ich solche, ich kenne sie alle, wirklich. Manchmal steht einfach eine Vase, dann siehst du, mittlerweile denke ich schon so, ach guck mal, die hier im Restaurant, die haben hier echte Blumen, die gießen auch. Ich gucke, ob da Erde drin ist. Ich sehe, weil ich sehe, wie die, ich sehe nur noch Wände. One Spezi, thank you. Okay, stopp. One Spezi, One Spezi, was habe ich aber gemacht? Was kann ich denn dafür? Ich zwinker doch keinen an, das ist Angst vor dir. Ich mach schon so. Und dann noch sagen, es ist die Attraktive. Ich zwinker doch die Kellnerin nicht an. Warum die Freundin eifersüchtig wird. Ich sag zu ihr, One Spezi, weil ich schon denk, von dir da drüben kommt. Du, das stimmt. Doch, ich bin schon so. Das stimmt nicht. Und dann bloß, dann ist ganz wichtig, als Mann. Nein, es ist ganz wichtig, als Mann, dass du wirklich auch nicht... Du darfst sie danach auch nicht beschreiben können. Es darf kein Gespräch kommen über die Kellner, weil wenn du zu viel weißt, dann hast du, warum weißt du so viel? Auch ganz schwierig, ne? Dann musst du immer, die eine, Mensch, die mit wenig Deutsch. Ach so. Wenn du sagst, die Gelockte, die mit den langen braunen Haaren. Du weißt ganz genau, wie diese Kellner. Kommt sie so an, so steht sie da.
wenn wir oben dann sitzen auf dem Zimmer und sagen, ey, unten die Kellner, wir hatten es irgendwie im Gespräch von dem Mann, irgendwann kennt man die Kellner, Pascal, Peter, mach ich da Theater? Der Peter war auch einer, der hatte eine Katerfrisur aus den 90ern schwarz gefärbt. Ja, aber der kommt auch jeden Tag an unseren Tisch, der Peter oder der Pascal. Der Pascal von Mallorca. Ich habe auch nicht gesagt, Pascal, Peter, die Attraktiven. Stell dir vor, ich hätte gesagt, ich finde einen von denen attraktiv. Dann will ich dich mal sehen, wenn ich eine Spezi bestellen würde. Ich sag nix, Chat, versteht ihr? Ich sag, Peter, komm doch mal her. Ja, aber ich habe nicht gesagt, der Attraktive. Stell dir vor, ich hätte gesagt, der Attraktive. Dann will ich dich mal sehen, ob ich mit Peter oder Pascal noch hätte reden dürfen. Die Attraktive, ich wüsste nicht, dass ich das auch gesagt habe. Ja, du mich verarschen? Ich verstehe, und das schreibt auch in den Chat, die Attraktive zu sagen, ist nicht die Schlauste, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich wirklich gesagt habe, die Attraktive, ja, weißt du? Ich bin nie ohne Grund, dass ich was sage. Aber da ist doch jetzt auch nicht so. Ich mache dir auch kein Drama, ich sag nur. Ja, und der Jens hat auch gesagt, ne, die zwei, die waren da hübsch, die am Silvesterabend, die 17-Jährigen, die mit dem Eugen, der 54 war, da rumgeknutscht haben, draußen im Raucherraum. Ja, sag ja, nicht, das hat er auch gesagt, die waren doch relativ hübsch. Mir geht's genauso, XD. Seine Freundin hat geguckt, aber die macht keinen Wind. Das weißt du doch nicht, ob die macht keinen Wind. Das weißt du doch nicht, ob die vor uns sitzen keinen Wind macht oder nicht. Ich hab nichts dafür. Wirklich, ich kann nichts dafür. Ich bin da draußen, eine rauchen, kommt eine. Dunkle, lange Haare. Ne? So schön hier. Hat solche... So schön. Nicht schön. Ich erkläre. Single sein, beste Leben. Komm mal her, ich erkläre... Nicht, dass ich die schön fand. Ich erkläre es für die Leute, dass sie sich vorstellen können. Hör zu. Die steht da. Ne? Die kommt. So zwei. 17, 18 waren die. Ich weiß es nicht. So Russland. So wie russische. Die andere, die andere weiß ich nicht mehr. So, die, glaube ich, ein bisschen locken. Die war nicht so. Die habe ich nicht so geguckt. Ach, die war nicht so. Merkt ihr das schon? Merkt ihr das? Genau das meine ich. Die war nicht so. Wie kann man so. Hör doch zu. Nein. Warum? Warum? Merkt ihr, die war nicht so. Die andere. Nein, also nein, 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 pass auf, jetzt hör doch mal zu. Wir hatten es ja nur von der einen, weil die dir ins Auge gesprungen ist, weil die solche Schlangenlederschuhe bis hier oben hatte. Bis hier oben. Wild Knees, oder wie heißen die? Overknees. Overknees. So hier oben drin. Dann kam die Angestöcke. Hello. Ich sitze doch nur. You have fire. Soll ich nein sagen? Die Frau hat die Kippe, die hat kein Feuer. Was soll ich sagen? Den ganzen Abend sitze ich im... Die hat dir gefallen, ne? Mit ihren Schlangenlederschuhe. Ich hab doch der Frau nur Feuer gegeben. Ich hab der doch nur... Warum gibst du Feuer? Wieso gebe ich ihr Feuer? Die hat nicht gefragt. Du, ich sag dir mal, wie das war. Die hat nicht gefragt. Die hatte mit ihren zwei... Die hatte zwei Männer dort. Die hatten auch Feuer. Und du, die du siehst, die sucht gerade nach Feuer, dann fragst du von alleine. Willst du Feuer, Feuer? Warum machst du das? Helfen. Aber warum von alleine? Helfen. Die hat dich nicht gefragt. Ja, weil ich nett bin mit den Menschen. Schatz. Ich bin einfach nett. Ich würde mich auch freuen, wenn Leute bei mir kommen. Hier, you have fire. Weil die nett bei war. Bei denen haben alle geraucht. Wieso hat deren Männer kein Feuer gegeben, sondern musste mein Mann aufspringen wie so ein Bimbo. Hier, fire, fire. Weil er Schlangenover nie sieht. Die schöne. Und die andere war ja nicht so, die lockige. Das ist wirklich, ey, ohne Scheiß. You have fire. Chat, teilweise auf meiner Seite, teilweise auf deiner Seite, ne? Ich sag doch auch, ich frag sie sogar. Sag mal, der ist doch jetzt attraktiv. Nee. Sagt die. Die sagt mir immer, nee, das stimmt doch was nicht. Ich sag dir, das stimmt doch was nicht. Wie oft frag ich dich? Sag mal, der sieht doch jetzt gut aus. Nö. Nee. Ja. Lüg doch nicht. Wieso? Ich lüg doch nicht. Ich frag dich doch sogar. Ich frage doch. Schade, wir werden die ja vermissen. Das sieht man mal, dass ich nur Augen für dich habe und nicht für eine Schlangenleder oder eine Kellnerin. Es ist doch in unserem Leben normal, dass Menschen auf uns zukommen, der einmal mal hübsch ist, der mal nicht hübsch ist. Ist doch normal. Ich frag dich doch auch. Dir gefällt keiner komisch. Aber hier, hier so ein Mastschwein, das gefällt dir. Hier wie ich. Komm. Du darfst keine andere Frau schön finden. Du darfst keine andere Frau schön finden, sagt er. Das ist doch Kindergarten. Logisch findet man auch andere Frauen schön. Okay, pass auf. Jetzt habe ich meiner Freundin erklärt, und ich sag's euch, wir haben uns hingesetzt, ich habe gesagt, Schatzi, setz dich mal hin. Weil sie sagt... Wer hat gesagt, dass ich gesagt habe, dass du keine Frau schön finden darfst? Wer hat das gesagt? Habe ich das so gesagt? Aber ich dürfte doch auch keine andere Schraube... Ich finde doch auch keine andere schön. Das stimmt doch gar nicht. Aber wie schlimm wäre das, wenn ich sage, aber die ist aber schön? Das sagst du ja, das ist ja das Problem. Ich sag doch nicht, dass die schön ist. Ach, Schatz. Wer denn, wo denn? Die Hübsche, die Schöne, die Schöne. So, ich sitze da und sage, oh, die Hübsche, oh, die Schöne. Und schwärme von Frauen, so hört sich das an. Ja. So, da habe ich mich mit meiner Frau hingesetzt. Hör zu. Hallo, Jens. Denkst du manchmal noch an meinen Louis Vuittons Gürtel? Liebste Grüße. Kommt eine 5-Euro-Donation, denkst du noch an meinen Louis Vuitton-Gürtel? Ja, genau so ist es halt bei dir. Okay, ja? Ich habe mich mit meiner Freundin hingesetzt und wirklich eine Diskussion über eine Stunde geführt und habe gesagt, ich möchte dir mal was erklären.
Das liegt nicht, da kann ich nichts dafür, da kann kritische Masse nichts dafür und auch jeder andere Mann nicht. Da habe ich mich ich habe Artikel rausgesucht, ich habe recherchiert. Ich habe Artikel rausgesucht von wie nennen sich die Leute? Sexualpsychologen und so. Ich habe Artikel rausgesucht, wo ich ihr gezeigt habe, lies das bitte durch. Da können wir nichts dafür. Der Mann kann nichts dafür, die Frauen machen es aber genauso. Das merken wir selbst nicht, wenn an mir auf einmal ein wohlgeformter Po in Augenhöhe im Restaurant vorbei, da kann ich nichts dafür, dass ich dann, dass man da hinguckt. Und das merken wir Männer, wir merken es selbst nicht. Und genauso ist erwiesen, dass Frauen das auch machen. Und du wirst es selber, wird es dir nicht auffallen, dass du auch bei einem Mann, der irgendwie dich ein Becken hat, das attraktiv ist, ein breites, weil es dir in deinem Urinstinkt sagt, ja, der kann mich gut schwängern. Da können wir nichts dafür, das ist seit der Neandertalerzeit so. Das ist halt wirklich so. Das ist ein Urinstinkt. Wenn du Hilfe brauchst, blinzel fünfmal. Es ist einfach so, es ist Evolution. Das sind halt Männer. Männer schauen immer auf Brüste und Hintern. So ein... Was sagst du denn, wenn andere Männer auf meinen Hintern schauen? Servus, König. Ja, da werde ich blöd. Mal wieder da. Ich hoffe, ich sag aber nichts. Nein, in den meisten Fällen, ich sehe das ja. Grüße, Herbert. Ich habe ja so eine Frau. Herbert, vielen Dank, kein Problem. Ich habe ja so eine Frau. Wenn die sich zurecht macht, die hat ja einen Körper, hallo, Jens, wie diese ganzen, dran, wie Jennifer Lopez. Verstehst du, was ich meine? Ich habe ja so eine Frau, die so einen Körper hat. Zeig dich mal, Fleischschau. Die hat ja so ein Ding. Und dann sehe ich ja, wie permanent Männer. Aber in den meisten Fällen, von 10 Männern, bei 8, macht mich das stolz. Ich sehe, der guckt dahin, denk, wunderbar. Wirklich. Und ich gönne ihm diesen Blick. Und ich denke, ich würde wahrscheinlich genauso und wir können gar nichts dafür. Weil ich ihn verstehe. Ich verstehe ihn. Und dann passiert es mir bei seiner Frau auch. Ohne dass ich es merke. Das ist Evolution. Es ist wirklich so, es gibt die 3- und 8-Sekunden-Regel. 3 Sekunden, dann ist alles, das ist dieses normale Evolutionsblick. Wären es 8 Sekunden oder länger, dann stimmt was nicht. Wann schaue ich wirklich 8 Sekunden bei... So. Die Mutter. Ich habe durch die Mutter... Du Mann und Frau, Mutter und Vater durchgeguckt zu den Jungs, die mich immer begeiert haben. Ich habe den nicht angeguckt. Wir lassen unseren König. Wie willst du es denn nachweisen? Hilfe ist auf dem Weg. Wenn ich dir doch sage, dass so ist. 8-Sekunden-Regel. Jetzt fängt die an zu zählen, wo ich hingucke. 1, 2, 3. Jetzt fängt so eine Scheiße an. Ein Mann ist so, weil der Mann in sich, das haben wir alle Männer, der will seinen Samen überall streuen. Genau, das ist das Problem. Der will überall seinen Samen streuen. Ich will, überall will ich Kinder. Aber das könnte. Nur dein zweites Gehirn denkt. Es ist und ich finde es halt eklig. Darf ich ja eklig. Die Leute denken, das ist hier eine Spaßdiskussion, aber diese Diskussion gibt es bei uns echt. So sitzen wir dann da und diskutieren darüber. Der Mann hat diesen. Ich habe so viel gelesen, weil die mir so auf den Sack gegangen ist damit. Ich habe das alles recherchiert. Und der Mann will überall seinen Samen streuen. Was soll ich jetzt? Muss ich mich jetzt dafür entschuldigen? Ihr müsst es akzeptieren. Ihr müsst es so hinnehmen. Oder willst du permanent einem Hund sagen, der bellt? Bell nicht! Der kann doch nur bellen, der bellt doch. Und die Frauen, das ist auch erwiesen, schauen häufig fast genauso viel bei Männern, ohne dass sie es merken. Ja, aber bei Männern gibt es ja nicht so viel zu gucken wie bei einer Frau. Eine Frau hat schon eine Kuh. So, jetzt will ich aber wissen, aber wo guckst du dann hin? Wenn ich wohin gucke und durch die Menge schaue, dann schaue ich auf die Gesichter und schaue nicht auf Hintern. Und seit wann schaust du bei Männern jetzt in die Gesichter auf einmal? Wenn ich rumschaue, dann schaue ich ja auf die Gesichter. Und wenn du rumschaust, schaust du auch nach Hintern. Ja, aber das ist doch noch viel besser. Sei doch froh, ich schaue den Frauen nicht mal ins Gesicht. Kängurus hüpfen, Lia. Uns ist es doch egal, wie das Gesicht ist. Wir gucken doch in dem Moment nur, weil... Aber doch nicht, weil... Sei doch froh. Ich verliebe mich doch gar nicht. Ich will mich doch gar nicht verlieben in eine Frau. Ich gucke ihr doch gar nicht ins Gesicht. Es juckt mich doch gar nicht, wie die aussieht. Ich gucke doch nur ihr Körperbau. Gesicht mir doch egal. Dreh dich um. Jetzt bin ich auf einmal wieder süß. Jetzt steht sie da und sagt, du bist so süß. Ja, aber weil ich wirklich das mit Fakten dann belegen will, dass das wirklich so ist. Das Schlimmste ist, wenn man ein Geschäftsgespräch hat und der Gesprächspartner eine Frau ist und das einen Schlimmste ist, wenn man ein Geschäftsgespräch hat. Ja, so. Ja, jetzt kommt jemand rein hier. Das Schlimmste ist, wenn man ein Geschäftsgespräch hat und der Geschäftspartner eine Frau ist und deren V-Ausschnitt trägt, der bis zum Bauchnabel geht. So, und jetzt seid ihr Frauen mal im Dings. Warum? Wenn ihr doch wisst, ihr Frauen. Ihr wisst es doch genau, dass dieser Bereich hier den Mann entzückt. Wieso kauft ihr euch diese Kleider? Wenn ihr wisst, dass ihr... Warum wollt ihr so? Und dann setzt ihr euch hin. Warum? Ihr provoziert es raus. Sie provozieren es raus, absichtlich. Sie denken, sie müssen so, ne? Warum? Nicht wegen euch, damit die anderen Frauen denken, oh toll, guck mal die Frau. Wegen den Männern, das ist ein Urinstinkt, dass ihr euch begehrlich macht. Guck mein Becken, mach mir Kinder. Du läufst doch nicht so fraulich und willst dich nicht so weiblich geben oder Frauen operieren sich doch nicht die Titten, damit eine andere denkt, oh toll. Vielleicht ein bisschen für sich selbst, aber warum für sich selbst? Damit andere denken, dass es anderen gefällt. Anderen Männern, die sagen...
Wenn sie nichts mehr ist, schießen wir sie ab. Und genauso ist es andersrum auch für die Frauen, oder nicht? Wenn ich nichts mehr bin oder dir das nicht mehr taugt, dann schießt du mich ab. Oder? So ist es doch. Ja. Ja. Aber das wird doch bei uns jetzt nicht passieren. Nein. Guck, für die Frau war das jetzt Streit. Für die Frau war es Streit. Für mich war es ganz normal. Aber es ist halt immer so, wenn die Beziehung dem Einfluss der Außenwelt... Ach so, guck mal, was Frauen sagen. Komischerweise zieht sich keine Frau so für den Fernsehabend allein daheim an. Komisch! Sascha! Er sagt es genau richtig. Weißt du, was Sascha sagt, Schatz? Boah, nervt die. Sascha sagt, Frauen sagen oft, ich zieh mich nicht für Männer gut so an, sondern für mich selbst. Komischerweise zieht sich keine Frau so für den Fernsehabend auf der Couch an. Warum denn nicht? Warum sitzt du bei mir nicht zu Hause so... Was ist daran normal? Warum willst du nicht für mich? Machst du es nicht? Also auch mal, aber warum sitzt man abends, wenn du dich doch für dich schön anziehst? Warum sitzt du abends nicht da, wenn wir irgendwie da, wenn bei uns Frauentausch geguckt wird? Weil ich auf der Couch liege, ungeschminkt im Schlammerloch wie jetzt. Beziehung, geht du gehst jetzt endlich ins Schlafzimmer ballern. Ist ja kaum auszuhalten mit euch. Können wir ein Foto machen? Kommt einer, ne? Weiß ich nicht, irgendein Philipp. Mach Foto, komm. Kommt die nächste. Hallo, ich bin die Desiri, können wir ein Foto machen? Ich mach halt auch so, ne? Bei den Frauen bist du immer dichter dran. Ja, ist so. Bei den Frauen ist er immer dichter dran. Ein Foto machen! Das war letztes Jahr irgendwann, wo die Bars noch offen hatten. Da hat er sich, da ist so eine hingekommen bei der Shisha-Bar, dann kam eine mit so einem Ausschnitt, kam so zu ihm hin, hi Knossi, können wir ein Bild machen? Und er so, ja. An dir erinnere ich mich. Und dann steht er auf, da waren zwei Frauen, die eine mit dem Ausschnitt und die andere, die normal war. Dann steht er auf, er stellt sie in die Mitte, nimmt die eine mit dem Ausschnitt so und die andere nur so. Warum? Weiß ich nicht. Evolution. Evolution. Und du kannst dich noch erinnern an die. Ich erinnere mich natürlich. Obwohl du schon so viel Bilder... Nee, an dir erinnere ich mich. Weil die hatte auch wirklich so ein penetrantes Parfüm. Aber sonst, ich sag, mach keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, wenn ich ein Foto mache. Mach ich keinen Unterschied. Wenn ich mir draußen schön Appetit hole, den Männern hinterher gaff, denk mir so, boah, ist der geil. Aber, ist der okay, pass, jetzt guck mal, pass mal auf, die... Sie stellt es gleich, wie wenn ich das denke, boah, ist die geil. Ja, sie denkt, sie liest meine Gedanken. Sie, die Frauen du bilden hast sich ein. Du hast selber zu mir mal gesagt, du brauchst gar nicht so tun, damit der Chat mal weiß, warum ich dir Sorgen habe. Du hast zu mir mal gesagt, wenn ich eine Frau sehe, die mir gefällt, natürlich kriege ich Kopfkino. Warum sagst du mir sowas? Dann ist doch klar, dass ich mir ständig Sorgen mache. Ja, aber weil es normal ist. Das ist doch nicht normal. Sei doch froh, dass ich nicht lüge. Du bist mir ein bisschen zu ehrlich in dem Punkt. Ich bin ihr zu ehrlich. Ich rede meine Mutter... Hallo, Knossi, meine Cousine ist am Boden. Es ist ihr zu ehrlich. Wenn ich mit meiner Mutter über unseren Geschlechtsverkehr rede, ist ihr zu ehrlich. Okay, das muss ja auch nicht sein. Und es versteht auch 90% vom Chat, dass man nicht so offen mit Familienmitgliedern über unseren Geschlechtsverkehr spricht. Meine Mutter macht halt so Sparsprachen. Und hab da heute schön gefickt. So, dann sag ich... Ah ja. Ja, das ist für mich nicht normal. Ich finde das nicht so schlimm. Das finde ich nicht normal. Das ist halt... Das verstehe ich auch. Da muss ich dir auch ehrlich sagen... Das verstehe ich. Aber dass eine Frau sich jetzt hier hinstellt, willst du das? Sie setzt es gleich? Sie denkt, gleichsetzen? Das ist das, was ich machen würde? Und sie stellt einfach fest, ich sitze irgendwo. Oh, die finde ich geil. Meine Sprechblasengedanken, was sie meint, was bei mir gerade ist, das ist für sie so. Für sie ist das so. Dabei habe ich nie gesagt, ich finde die geil. Habe ich nie gesagt, für sie ist das so. Und ja, wenn du von mir... Ich weiß, dass du auch... Das wird immer so sein in meinem Leben. Ich bin alt genug. Ich bin in dem Alter, das wird bei dir auch noch kommen. Ich bin in dem Alter, dass ich weiß, dass einem Leben immer schöne Menschen begegnen werden. Da werden immer Leute kommen. Da wird bei dir mal irgendwann einer kommen, so ein Juan oder was, der sagt, oh, meine Bonanita. Was soll ich denn da machen? Dann denke ich, dass du dich besinnst und weißt, nö, mein Albino-Walross ist daheim. Und da gehe ich jetzt hin. Es ist einfach so. Heute Nacht musst Heute du dein Nacht A-Game musst du dein auspacken. A-Game auspacken? Dein was? Mein A-Game. Was ist das? Volles Programm. Was ist A-Game? Das mir, dass ich Gas gebe. Dass du happy bist. Muss man eh noch ein bisschen erklären. Thema wechseln, bitte. Meine Freundin stellt Thema so wechseln, langsam gefährliche Fragen. Meine Freundin Fragen. Stellt so langsam gefährliche Fragen. King Block aus Karlsruhe. Nein, aber es ist einfach so. Muss man sich ehrlich sein. Also wenn eine Liebe ist ja auch, weißt du, wenn eine Liebe, das alles, das muss ein Leben lang, eure Eltern, die Eltern sind so lange verheiratet, weil die einfach, für die ist das normal, dass man, meine Mutter, die sieht doch auch, dass mein Vater irgendwo eine guckt. Meint, sie sagt dann was. Ja, okay, ich glaube, wenn wir 10, 20 Jahre zusammen sind, denke ich, interessiert mich jetzt auch nicht mehr so sehr, wenn du mal guckst. Das ist super. Ja. Aber jetzt, wo ich noch jung und unverbraucht bin, da darf ich nicht, oder? Ja, natürlich nicht. Es wird schon alles passen. Und wenn uns einer begegnet, wenn einer kommt, in den du dich verliebst, was mache ich dann?
Es ist einfach so. Frauen und Männer sind eigentlich unterschiedlich, aber trotzdem finden wir einen Weg zusammen. Und ich meine, ich weiß ja auch, dass du nur mich liebst, gell? Ha, ja. Die Knossalas 20:15 Uhr nur bei RTL 2.